Hey, schön, dass du da bist hier am Samstag. Heute verrate ich dir meine besten Flirttechniken aus meinen 5 Jahren Erfahrung als Flirt- und Dating-Trainer. Ich verrate dir alle Techniken, die du brauchst, um ein Gespräch mit einer Frau von einer freundschaftlichen Ebene auf eine sexuelle Ebene zu bringen, sodass du am Ende nicht in der Freundschaftszone landest, sondern ihr sexueller Partner wirst oder ihr Freund wirst. Generell Thema Sex, Liebe statt Thema Freundschaft. Ich zeige dir all die Techniken und verrate dir genau, wie das funktioniert. Das alles ist Ausschnitt aus einem Seminar, was ich gehalten habe, und du kannst dir die kompletten Seminaraufnahmen sichern im ersten Link in der Beschreibung. Ja, das ist hier nur ein kleiner Ausschnitt. Hier geht es nur darum, wie man flirtet, Flirttechniken. Im Seminar lernst du alles, was du brauchst, vom Ansprechen, Kennenlernen, übers Telefonieren, SMS, da zeige ich dir Textbeispiele und so weiter, bis hin zu das erste Date und wie du weiterführende Dates hast, das heißt, wie du Frauen auch wieder siehst, die dir gefallen, über Beziehung, Sex, schnelle Verführung, Thema Männlichkeit. Ich zeige dir diesen kompletten Prozess. Das sind über 4 Stunden Seminaraufnahmen, die du da bekommst. Wie gesagt, kannst du dir im ersten Link in der Beschreibung sichern. Jetzt gehen wir rüber ins Video und ich zeige dir, welche Flirttechniken du in Zukunft benutzen kannst, um deine Gespräche sexuell zu machen, um deine Gespräche flirty zu machen und um Anziehung bei der Frau aufzubauen. Eigentlich war das so gedacht, dass es nacheinander kommt. Naja. Flirten und wie Flirten funktioniert. Wir hatten gerade Standardgesprächstechniken. Jetzt geht es ums Flirten. Okay? Push and Pull. Kennt wahrscheinlich jeder, also hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Ist halt so eins dieser klassischen Pick-up-Begriffe. Push und Pull ist halt so ich zieh dich ran und dann stoße ich wieder weg. Du kommst auf die Bühne und dann, wieder zurück auf den Stuhl. So, Push und Pull, ja. Das wäre dann übrigens körperliches Push und Pull, komme ich gleich zu. Push und Pull bedeutet einfach, dass man, es ist einfach wie necken oder ärgern. Das ist so was ganz Natürliches. So, ich finde dich ganz interessant, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. So, weißt du, ich finde dich ganz interessant, bin mir noch nicht ganz sicher. So, und das Wichtige bei Push und Pull Sachen, egal wie du so machst, ist, das sollte humorvoll rüberkommen. Also nicht so von wegen, du siehst gut aus. Aber meine Oma hat den gleichen Schal. So, erstens macht das niemand so und zweitens, so sollte man das nicht betonen. Sondern es ist wirklich so, ich glaube, du bist ganz interessant und dann gucke ich sie kurz an. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. So, einfach spielerisch, das sollte spielerisch sein. Ja, sie sollte merken, das ist jetzt spielerisch flirten, so ernst meine ich es nicht. Das ist wichtig bei diesen Push-and-Pull-Sachen. Zu vielen von diesen Sachen übrigens, bitte nicht mehr als 20%. Beispiel habe ich schon genannt, wenn man das 100% macht, dann kommt das dabei raus, was ich eben erzählt habe, Ironie und Sarkasmus. So 20% der Zeit kann man das einbauen, ne? Sonst wird es zu viel. Körperliches Push and Pull, oh, das ist so großartig, ne? Beispiel Sex. So, dann liegt sie halt nackt vor dir und du bist halt nackt. Und sie will halt unbedingt deinen Schwanz. Und dann dippst du so kurz rein, mit Kondom übrigens. Ist genug grauen Geschichten erlebt. Du dippst halt so rein und dann wieder raus. Ja, dann fixst du sie kurz und wieder raus. Ja, und irgendwann ist sie dann so, oh, ich will deinen Schwanz, gib mir jetzt deinen Schwanz oder was auch immer. Irgendwas in der Art und Weise, ihr kennt das. So, körperliches Push and Pull. Also ich gebe ihr ein bisschen was und dann nehme ich sie wieder weg. Ja, ich komm ihr näher, das macht das so gerne, das ist so geil. Ich komme ihr näher und dann greife ich sie so ein bisschen an den Hals und komme ihr näher und küsse sie fast und dann gehe ich wieder zurück. Und vielleicht sage ich dann noch so, wolltest du mich gerade küssen? Reiß dich mal zusammen. So, dann mache ich das noch ein paar Mal. Und ich mache das neuerdings immer so. Irgendwann küssen mich die Frauen von sich aus. Dann greifen die mich so einfach. Und ich bin so. Das ist geil. Das macht so viel Spaß, ne? Körperliches Push and Pull. Oder ich nehme sie so an der Hand, ziehe sie so zu mir ran. Also, das ist gleich von eben. Und dann stoße ich sie so weg. Was ich gerne mache, ist, wenn wir so gehen, ich nehme sie so ihre Hand und sage so, ja, ich muss mal gucken, ob das passt. Dann gehe ich so ein bisschen mit ihr, schneller mit ihr Hand in Hand. Und dann so, nee, doch nicht. Und schmeißt die Hand wieder so ein bisschen weg. So. Das ist halt körperliches Push and Pull zusammen mit dem normalen Push and Pull. Ne? Also, das sind solche Sachen, die kann man machen, die sind total effektiv. Weil viele Männer, gerade Männer, die jetzt bedürftig sind nach Sex und solchen Sachen, die sind halt so, oh, jetzt kann ich Sex bekommen und rein da und ja. So, aber nehmt euch dafür Zeit, spielt so ein bisschen rum. Das ist toll, das macht total Spaß. Das macht ihr Spaß, das macht dir Spaß. Das ist mega geil. Und das ist auch der Punkt, wo die Frau dann immer wiederkommt, weil sie halt den geilen Sex von dir bekommt. Mit körperlichem Push und Pull. Ironie und Sarkasmus habe ich jetzt eben schon mal kurz was zu gesagt und fällt mir tatsächlich auch gerade kein Praxisbeispiel ein. Ich bin halt ironisch und sarkastisch, ist so Teil meiner Natur. Deswegen ist das, tatsächlich kann ich das gerade nicht wirklich erklären, das tut mir leid. Aber ihr könnt euch was darunter vorstellen wahrscheinlich. Ja? Manchmal so ein bisschen ironisch und sarkastisch sein, hat auch viel hiermit zu tun. Ist halt, ich sag mal, ein bisschen fieseres Push und Pull. Bitte nicht zu viel davon machen. Ja? Nicht zu viel davon machen. Rollenspiele. Habe ich eben schon mal gesagt. Zum Beispiel das Bonnie und Clyde-Rollenspiel ist ein ganz klassisches Rollenspiel, was ich gerne mache. Dieses Rollentausch-Rollenspiel ist auch großartig. Ich bin die Frau, sie ist der Mann. Das mache ich immer.
das ist schon automatisch. Ich bin dann immer so, sie sagt irgendwas von wegen, ah, oh, dies und das Sex. Und ich so, ja, ich kenne das so, die Frauen wollen nur meinen Körper. Und ich sag dann immer, hallo, ich habe auch eine Seele, ja. Ich bin mehr als mein Körper. Und ich liebe es dann, diese Rollen zu tauschen. Das ist so lustig. Ich hatte mal eine Frau, eine sehr weibliche Frau. Und dann war ich so ein bisschen spielerisch und ich lege mich so in ihren Schoß und ich so, beschütz mich. Und sie so, ey, hör auf damit. So, manche Frauen können, also wenn du eine sehr weibliche Frau hast, die will dann diese Art von Energie nicht, selbst wenn du sie spielst. Aber es ist witzig. Ja, Rollenspiele, Rollentausch, Bankausraum zusammen, Bonnie und Clyde. Wie sieht unsere gemeinsame Zukunft aus? Wie viele Kinder haben wir? Haben wir einen Hund? Und wo ist unser Haus? Solche Sachen mache ich auch ganz gerne. Wichtig ist, dass das ein bisschen, also wenn du halt ficken willst, dann solltest du jetzt die Rollenspiele nicht so, oh, genau, so wann heiraten wir und da kommen wir zusammen und so. Also sie sollte dann schon merken, Ironie und Sarkasmus, dass das nicht so ernst gemeint ist, weil sonst denkt sie sich, oh, der will die feste Beziehung, aber die will sie ja gar nicht unter Umständen. Und deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig mit sein. Eins meiner Lieblingswerkzeuge ist Stille. Stille ist so ein geiles Werkzeug. Ah, es ist so geil. Also, was ihr mit Stille verstehen müsst, Stille baut Spannung auf. Na, wenn wir jetzt hier, bist halt genau vor mir, deswegen bist du immer dran. Na klar, ne, das ist, wenn wir uns jetzt die ganze Zeit die angucken, weißt du? Dann entsteht mehr Spannung, als ob ich einfach ganz normal mit dir rede und mich mit dir unterhalte. Das ist weniger Spannung jetzt als jetzt gerade in diesen paar Momenten. So, das ist klar. Stille lässt Spannung entstehen. Das kann gut und schlecht sein. Du willst nicht, wenn du die Frau ansprichst und sie gerade kennenlernst, so. Weil dann denkt sie sich, oh, oh, der Vergewaltiger, der die Dark Legenden, der die Leichen und so weiter. Ne? Also da möchtest du mit Stille etwas vorsichtiger arbeiten, sag ich mal. Kann man auch einsetzen? Etwas vorsichtiger, bitte. Warst du das nicht der, das ist eine Frage, aber ja, der, wo die Frau sagte, was es nicht ausgehalten hat? Mit dem Kaffee, ja. Das wollte ich gerade erzählen. Ja, ja, so. Das war einmal, das war ziemlich cool, da haben wir uns echt, wir haben uns eine Minute angeguckt und sie wurde immer nervöser. So, und sie so, oh, wir können auch einen Kaffee trinken gehen, wenn du Bock hast. Ich so, cool. kann auch gut funktionieren, aber in den meisten Fällen würde ich mit Stille einfach so ein bisschen vorsichtig sein, gerade am Anfang. Wo es aber toll ist, ist gerade bei so sexuellen Sachen. Ich weiß auch nicht, wie das kommt, aber sobald ich anfange, in den sexuellen Modus zu gehen, bin ich automatisch ruhiger. Ja, und die Frau ist dann so, weiß ich, schaue sie dann so an und dann, was Frauen immer machen, ist dann Folgendes. Was ist denn? Was denkst du gerade? So, und dann gucke ich sie halt weiter an und ich habe auch gar keinen Bock, eine Antwort zu geben in dem Moment. Und ich gucke sie dann einfach an, vielleicht grab ich sie dann und choke sie oder küsse sie oder was auch immer. Auf jeden Fall, dann halte ich auch gerne mit Stille einfach diese Spannung aufrecht. Und ich habe auch einfach keinen Bock, in dem Moment zu reden. Oder so nach dem Sex. Ich bin dann manchmal so, manchmal bin ich so Cuddle-Modus, manchmal bin ich so. Und dann labert sie und ich bin so. Ich gucke sie so an, gebe ihr keine Antwort, gucke ich wieder weg. Also ich habe keinen Bock, in dem Moment zu reden. So. Und Stille kann auch Spannung aufbauen. Das heißt, gerade wenn es an diese Punkte kommt, wo du sie zum Beispiel küsst, wo du auf sie zugehst, körperliches Push und Pull, um sie zu küssen, Da bin ich dann still, da labere ich dann nicht. Und wenn sie dann labert, dann sage ich, sie soll still sein. Weil das ist eine gute Spannung. Das ist dann, dann entsteht dann sexuelle Spannung draus. Wenn du schon in diesem sexuellen Modus bist und Stille mit einbaust, dann erhöht das die Spannung. Ne? Weil das bringt ein bisschen Gefahr mit rein. Dann ist da dieser Typ vor ihr, bei dem sie zum ersten Mal zu Hause ist, bei dem sie jetzt zum Kochen gekommen ist, ne? Und sie findet den schon gut. So, und dann stehen die da auf dem Balkon und sie kann ja nicht weg, ne? Und er kommt ihr immer näher, so er nähert sich so langsam und er sagt auch nichts. Und sie fragt dann, was ist los? Und er sagt nichts. Und das ist aufregend, weil er könnte sie auch umbringen, ne? Da ist diese Sexuelle gepaart mit dieser Stille, macht eine enorme Spannung. Und wenn du die dann abbaust, dann kommt dieses, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, dass Frauen dann anfangen, euch zu beißen und zu kratzen und diesen ganzen Scheiß. Wo du irgendwie, oh Gott, naja. Stille ist ein tolles Werkzeug, da muss man einfach so ein bisschen mit umgehen und ein bisschen mit arbeiten, um rauszukriegen, so, wie kann ich damit arbeiten, wann ist es gut, wann ist es schlecht. Wie gesagt, am Anfang weniger, gerade bei den sexuellen Momenten ist Stille powerful, super powerful. Jetzt muss ich mal auf die Uhr schauen, was passt noch. In 5 Minuten machen wir Sport. Boah, bin ich dankbar für. Ja? Ja, mein Arsch ist schon. Du hast dich gut gehalten. Schon so breit, ah, ist ja, ja, es sind ja nur noch ganz viele Stunden. Alles gut. Ja? Ihr könnt ja ab und zu auch hinstellen oder so. Das mache ich auch manchmal. Habe ich bei Alfred immer gemacht. Habe ich in meiner Tür gestanden. Genau. Komplimente machen wir noch. Gucken, ob wir noch zu qualifizieren kommen. Komplimente. Aber gut, was soll ich dazu viel sagen? Ich denke, Komplimente versteht jetzt jeder von euch. Wenn ich dann eine Frau habe und sie kommt zu mir und ist voll geil angezogen, dann nehme ich mir auch einen kurzen Moment und bin so, du siehst super aus. So. Weil es ist einfach schön.
Ne, ist eine schöne Sache. Komplimente werden immer viel verteufelt in der Community von wegen, oh, bloß keine Komplimente machen. Kannst gerne Komplimente machen. Man sollte es nur nicht übertreiben. Ne? Das ist alles. Komplimente ist etwas sehr Schönes. Je spezifischer du sie machen kannst, desto besser. Also wenn du sagst, du siehst heiß aus, dann ist es okay. Aber wenn du sagst, gerade wenn es persönlich sein kann, wenn du sagst zum Beispiel diese Charaktereigenschaft oder diese Art an dir, diese Art so zu sein, finde ich ganz toll oder bezaubernd oder was auch immer. Das ist toll, ne? Da freuen sich die Frauen. Das kannst du machen, egal ob du mit dir Sex haben willst oder weiter, das ist einfach schön. Aber nicht übertreiben. Das ist das, was ich zu Komplimenten sagen kann. Ich habe in meinem einen Vortrag, in meinem Online-Vortrag, habe ich Komplimente, / Geschenke. Und dann, Alter, manche Männer und Geschenke, ne? So, oh, das erste, ja, der nickt schon. Also, ja, also wirklich so, dann sind es irgendwie, ja, ich bringe dir dann Rosen und Blumen beim ersten Treffen mit und reite auf dem Pferd. Und ich denke mir so, Alter, lern die doch erstmal kennen, mach doch mal einen halben. Entspann dich doch mal so mit deinen Blumen. Ich habe zu wenig Blumen in meinem Leben Frauen geschenkt. Aber die meisten Männer tendieren dazu, zu viele Blumen zu schenken. Was? Das finden die Frauen ja oft auch nicht gut. Die sind da völlig unter Druck. Ja, das ist dann auch so, wie basic kannst du es machen? So, dann sei, wenn du was mitbringen willst, dann mach es wenigstens kreativ. Ihr habt über irgendwas Interessantes geredet, irgendwas Außergewöhnliches im ersten Gespräch und du hast vielleicht eine Kleinigkeit dazu gefunden bei Kick oder Nanunana oder was auch immer. Und dann bringst du es hier mit. Okay, das ist noch okay, das ist halt witzig. Das ist so, ah, guck mal, ich musste daran denken und hab dir das mitgebracht. Das kann sogar sehr cool sein. Aber so diese klassischen Geschenke, nee, kannst du dann irgendwann später mal machen. Ne? Also würde ich nicht so, nein. So, qualifizieren machen wir noch, ne? Qualifizieren ist toll. Qualifizieren, ja, super. Also meistens ist es ja so, dass wir, oder die meisten Männer qualifizieren sich bei den Frauen. Liegt viel daran, dass die Frauen, und da kommen wir gleich nochmal genauer zu, wenn wir diesen sexuellen Marktwertgraph haben, dass die Frauen halt oft mehr Auswahl haben als die Männer. Die meisten Frauen haben mehr Auswahl als der Durchschnitt der meisten Männer. Ja, und dann gibt es diese paar Männer, die einfach ganz viele Frauen haben. Ich sage immer, 10% der Männer schlafen mit 90% der Frauen. Ist mein Eindruck von Leuten, die ich kenne und meiner Erfahrung nach. Qualifizieren. Deswegen qualifizieren sich Männer öfter bei Frauen, weil die einfach von einer anderen Position auskommen. Was du aber machen willst, und da komme ich später nochmal ganz genau drauf, ist, dass du die Frauen sich qualifizieren lässt. Auch da muss man aufpassen. Jetzt hatte die Tage jemand mir geschrieben bei YouTube und der hat irgendwie einen Kommentar geschrieben, er hat dann zu der Frau gesagt, also wenn du dich weiter so anstrengst, dann wird das vielleicht was. Ich dachte mir so, ja, kann man machen, muss man aber richtig rüberbringen. Ja, ich mache das ehrlich gesagt gerne ein bisschen softer und bin so beim Date dann so, erzähl mal was Interessantes über dich. Oder gerade bei Raucherinnen, was, du bist Raucherin? Oder ich bin mir nicht sicher, ob du cool bist. Ich habe mal Frauen so angesprochen, der Hammer. Also nicht so, aber ich habe eine Frau angesprochen, die war super hübsch, die war sicherlich gewohnt angesprochen zu werden im Zara. Und ich habe sie so angesprochen und habe ihr gesagt, ah, ich habe dich gesehen und wollte mal gucken, ich habe dich gesehen und fand, du sahst ganz interessant aus und ich wollte mal gucken, ob du wirklich cool bist. So. Und sie war dann so, sie war komplett irritiert, weil sie das noch nicht kannte. Sie war so, eigentlich bin ich schon sehr cool. So geil. Das war halt der Hammer. Und solche Sachen mache ich halt immer wieder. Oder ich sage zum Beispiel auf einem Date, wenn sie irgendwas Geiles sagt, wo ich mir denke, das ist geil, dann sage ich so, ah, ich war mir vorhin nicht ganz sicher, wie ich über dich denke, aber jetzt finde ich dich cool. Das ist so ein geiler Satz. Leute, die schreiben, können sich das mal gerne mit aufschreiben. Leute, die nicht schreiben, kriege ich das ja später eher als Aufnahme. Aber das ist so ein geiler Satz. Ich war mir nicht sicher, ob ich dich cool finde, aber das war eine ziemlich coole Geschichte. Aber das finde ich jetzt ziemlich cool an dir. Ich war mir vorhin nicht sicher bei dir. Aber das ist ziemlich cool. Ja, das impliziert halt, ich suche hier aus und jetzt hast du was Gutes gemacht. Toll. So, und das Ding ist halt auch, Frauen wollen halt auch keine Typen, auch nicht mit denen schlafen, die halt alle Frauen, also Frauen wollen nicht, dass du denen kommunizierst, ich mach's mit allen Frauen. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Das ist für eine Frau weder beim Sex noch für die Beziehung attraktiv. Aber wenn die Frau merkt, okay, der hat zwar viel Auswahl, aber der sucht auch aus, gerade durch solche Sätze, dann ist das so, oh, okay. Das ist ein wertvoller Mann. Wenn ich mal näher komme. Schick, ne? Also, qualifizieren ist ein ganz, ganz starkes Tool. Und nach der Pause werden wir auch an der Stelle wieder einhaken, nach dem kurzen Sport-Event. Puh. Okay.
Sehr schön. Ja, sehr geil. Also, wir waren bei Qualifizieren. Habe ich ja schon einiges zu gesagt, Qualifizieren. Also einfach, ich gebe der Frau gerne den Eindruck, ich möchte mal rausfinden, wer du bist und ob du mir gefällst. Also das ist, was dahinter steckt. Das ist eine Mentalität. Ich möchte nicht so an die Frau rangehen und sagen, oh, ich gefall der Frau. Ja, ich bin auf jeden Fall dabei. So, ich nehme die auf jeden Fall. Nur weil sie sagt, ja, ich würde es machen, bin ich nicht automatisch so, okay, dann los. Sondern ich will halt gucken, wer bist du? Bist du cool? Habe ich überhaupt Bock, Zeit mit dir zu verbringen? Weil meine Zeit, da kommt es her, meine Zeit ist mir halt wertvoll. So, ich weiß halt, ich kann relativ schnell Frauen kennenlernen, ich kann die Zeit auch mit einer anderen Frau verbringen, ich kann die Zeit auch super gerne mit mir alleine verbringen, mit Freunden, mit meiner Arbeit, mit irgendwas. Und deswegen, wenn du deine Zeit wertschätzt in deinem Leben, dann qualifizierst du die Leute natürlich viel mehr. Ne? Weil du schauen willst, ist es eine ordentliche Frau so, weißt du? Selbst wenn ich nur mit der schlafen will, will ich halt wissen, ist sie behindert oder ist sie cool? Weil ich will ja auch ein bisschen mit der quatschen. Ich bin da nicht der Typ, der sagt, so, ich will ein bisschen interagieren vorher mit den Menschen. Das macht es mir gar keine Freude. Und deswegen ist Qualifizieren eine super wichtige Sache, die einfach auch zeigt, ich wähle hier aus. Ich nehme nicht alles, was ich kriege, ich wähle aus und ich habe auch Auswahl. Deswegen sind so Qualifizierungssachen super, super wichtig. Ne? Auch im Kennenlernen. Viele Männer sind da dann so im Kennenlernen und hoffen darauf, dass, wenn sie die Frau ansprechen, hoffentlich gefalle ich der Frau. Und ich denke mir so, ey, hoffentlich gefällt die mir. So, weißt du, die sieht gut aus, aber das heißt ja jetzt noch nichts. Ich will halt mal schauen, ob die mir überhaupt gefällt. Kann ja sein, dass ich die voll kacke finde. Und natürlich, die schaut ja schon, ob du ihr gefällst. Das macht die ja sowieso schon. Da musst du dir keinen Kopf drum machen. Du musst dir nur einen Kopf drum machen, dass du schaust, ob sie dir gefällt. Ne? Und manchmal habe ich auch eine, wo ich merke, hey, da könnte was gehen. Und ich denke mir so, ach nee, dankeschön. Hatte ich letztens eine, die eigentlich heute hier sein wollte, die ist auch weiblicher Flirtcoach. Und die hat mega aggressiv die ganze Zeit geflirtet, so mega aggressiv. Und ich war so, ich habe ihr die ganze Zeit kommuniziert, unbewusst, so mach mal langsamer. Das hat sie aber nicht gecheckt, weiblicher Flirtcoach. Und also ihre Flirts waren schrecklich. So absolut schrecklich. So irgendwann habe ich halt gesagt, ey, komm, guck mal, mach mal einen halben, jetzt entspann dich doch mal. Also es war super unattraktiv und ich hatte echt keinen Bock. Ich hatte auch keinen Bock mit der, sie so, wann telefonieren wir denn mal? Ich so, wir telefonieren nicht. Ich habe echt keine Lust. So, die war echt, ja. Naja, also Auswahl, qualifizieren. Qualifizier die Frauen einfach, ne? Und selbst wenn du noch keine große Auswahl hast, dann solltest du so tun, als hättest du eine. Also du solltest anfangen, du solltest dich so verhalten, als hättest du große Auswahl. Achso, ja. Ich weiß nicht, ob es gerade passt. Sollte man Frage den mal. Frauen auch erzählen, dass man sich noch mit anderen trifft? Schreib bitte einmal auf, weil da möchte ich ein bisschen genauer drauf einnehmen wahrscheinlich. Genau, also man sollte von vornherein so rangehen, als hättest du große Auswahl, weil sonst kommt es auch nicht zu großen Auswahl. Ja, da habe ich später dann noch eine sehr deutliche Geschichte zum wie du deinen eigenen Wert als Mann erhöhen kannst. Das ist ein ganz elementares Ding, da kommen wir aber später zu. Humorvolle und unernste Konversationen führen. Beispiel, diesen Live-Flirt, den ihr gesehen habt, den die meisten von euch gesehen haben. Ich rede mit ihr darüber, wie wir unser Haus bauen. Ich rede darüber, dass, wenn sie nach Hause kommt, ich ihr den Sex gebe und sie mir mit ihrer Kreditkarte alles bezahlt. Und ich mache sie dann glücklich und dies und das. Unernste, humorvolle Konversation, das führt wieder darauf zurück, dass man die Leute mal so aus ihrem Alltag rausholt, dass man zusammen eine spannende Realität kreiert. Ja? Ironie, Sarkasmus, das hängt da ja alles mit zusammen. Ne? Wenn ich Push-Pull mache, wenn ich Ironie, Sarkasmus mache, dann ist das halt humorvolle und unernste Kommunikation. Ja? Lachen, zusammen Spaß haben, das ist die beste Möglichkeit, um eine Frau auf Dauer wiederzusehen. Dazu gibt es diesen tollen Satz, ich glaube, ich habe ihn irgendwo in der Präsentation, aber ich haue ihn jetzt mal hier raus. Frauen schlafen oder Frauen haben Sex, wenn sie entspannt sind. Männer haben Sex, um zu entspannen. Total guter Satz. Finde ich komplett richtig, aus meiner Erfahrung. Ja? Wenn du es schaffst, dass. Super, danke. Wenn du schaffst, dass die Frau entspannt ist, wenn du schaffst, dass die Frau Spaß mit dir hat, humorvoll und unnötige Konversationen führen, super. Und du wirst auch noch später im Prozess, den ich dir erkläre, merken, wie ich das ganz genau im Prozess in meinen Dates mache, dass die Frau halt, dass du relativ schnell zum Sex kommst. Und so weiter, das erkläre ich dir später noch im Prozess. Ja, sehr gut. Genau, wenn die Frau Spaß mit dir hat, dann wird sie dich immer wiedersehen wollen. Ne? Ganz, ganz einfache Grundregel. Compliance-Tests. Wer hat das schon mal gehört? Schön, dass du dabei warst. Hier neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dir, wie gesagt, die Seminaraufnahmen sichern. Jetzt noch zum vergünstigsten Preis für dich hier als YouTube-Zuschauer. Und unten rechts in der Ecke geht es zum letzten Video auf diesem Channel. Check das unbedingt mal ab. Ich freue mich, dass du hier warst. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao.